Tag zusammen. Vierter und letzter Teil zum Thema Sprachelemente. Es wird um Eingabe und Ausgabe gehen. Wir gucken uns das Konzept der Funktionen an. Das ist tatsächlich nochmal ein wirklich echtes neues Sprachelement. Und wir gucken uns ein ganz kleines bisschen Kommentare an, wie Sie die in C schreiben, aber auch, wann Sie die verwenden sollten oder warum und wann Sie die tunlichst vermeiden sollten. Auch hier, wie in den beiden vorherigen Videos, ganz kurz zu den Sprachfähigkeiten oder dem Sprachumfang, den ich brauche, um Funktionen einzusetzen. Ich muss irgendwie in meine Funktion oder mein Unterprogramm reinspringen. Zusätzlich muss ich aber eine Möglichkeit haben, mir merken zu können, wo es denn eigentlich weiterging. Also so ein bisschen Brotkrumen hinterlassen, damit ich wieder zurückkomme. Das geht, das kann C unter der Haube. Genauer werden wir uns hier an dieser Stelle nicht angucken. Wir werden Funktionen einfach nur benutzen. Und können voraussetzen, dass wir reinspringen und wieder richtig zurückkehren können. Gucken wir uns die Ausgabe an. Ein Teil davon kennen Sie schon, so oder so ähnlich. Haben Sie das im ersten Video schon gesehen, als ich Ihnen das Programm Grundgerüst gezeigt habe. Die Bildschirmausgabe funktioniert mit der Funktion printf, print formatted. Und was dann ausgegeben wird, steht hier in den Klammern. Zusätzlich ist hier jetzt dazu gekommen noch der Zeilenwechsel, dieses \n. Das hatten Sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Also hier gebe ich nicht nur gib1 aus, sondern wechsle auch zusätzlich nochmal die Zeile, damit ich danach in einer neuen Zeile weiterschreiben kann. Und Frage an Sie, wie wird die Ausgabe aussehen? Was sehen Sie davon? Na klar, das hier. Das steht nachher in Ihrer Ausgabe. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten es im ersten Video von diesem Teil, aber ich weise lieber nochmal darauf hin. Printf ist kein Schlüsselwort, was der Compiler ohne weiteres versteht. Dafür müssen Sie sich dieses in Anführungszeichen Inhaltsverzeichnis stdio.h zusätzlich laden mit dem Include-Befehl, mit dem Raute-Include-Befehl. Und stdio steht für Standard Input Output und das ist ja etwas, was wir hier machen wollen. Werte ausgeben können Sie auch schon. Das habe ich Ihnen im ersten Video beim Programm Grundgerüst gezeigt. Da hatten wir einen Wert, den wir ausgegeben haben. Wir können aber durchaus auch mehrere Werte ausgeben. Aber wie das funktioniert, ist eigentlich trivial. Wenn Sie es einmal verstanden haben, dass es Platzhalter gibt und ich dann hinterher aufführe, mit Komma getrennt, was ich alles ausgeben möchte, dann ist das hier sicherlich durchaus für Sie schon lesbar. Was haben wir für Platzhalter? Wir haben hier ein %d, wir haben hier ein %d, das sind die Platzhalter. Und wir haben noch einen dritten, den hier. Und da ich drei Platzhalter habe, muss ich natürlich hinten auch drei Dinge angeben, die ich ausgeben möchte. Und die Zuordnung ist klar, Platzhalter von vorne nach hinten durchgegangen, werden gefüllt mit den Werten, die hier stehen, von vorne nach hinten. Gucken Sie sich den Code nochmal kurz an. Was ist die Ausgabe? Das hier, das Rechteck 3 mal 5 hat die Fläche 15. Etwas ausformuliert, abgelesen. Das hier. Dieses %d haben Sie als Platzhalter für Ganzzahlen, für Dezimalzahlen kennengelernt. Sie haben auch schon den Platzhalter für Fließkommazahlen kennengelernt. Wie war der denn? %f. Der nimmt Fließkommazahlen auf. Gleiches Spiel, drei Platzhalter, drei Werte, auch wieder hier von vorne nach hinten befüllt. Diesmal für das Rechteck mit den Seitenlängen 3,2 und 5,4. Rechnen Sie es kurz nach, was kommt hier raus, überlegen Sie sich dann, was ist die Ausgabe. Und in diesem Fall kommt hier raus das Rechteck mit der Seite 3,2, 0000 und so weiter, mal 5,4, 0000 und so weiter, hat die Fläche 17,28 und ein paar kleine. Da wird natürlich dann schon ein bisschen gerundet, so wie die Anzeige gerade eingestellt ist, wird gerundet, also hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nachkommastellen. Und dieser 1 ist dann hier schon ein Rundungsfehler. Vielleicht ist das auch noch relativ genau. Gucken wir uns aber später nochmal an, was da passiert. So, wenn ich mit dem Standard Input-Output Eingabe und Ausgabe machen kann und wir uns jetzt hier die Bildschirmausgabe angeguckt haben, dann sollten wir uns als nächstes sicherlich die Tastatur-Eingabe angucken. Und die sieht so aus. Das Prinzip ist dasselbe. Wir haben auch wieder Platzhalter und wir müssen irgendwo auch wieder die Felder angeben, wo wir reinschreiben. Die Funktion heißt diesmal allerdings scanf, also sowas wie lies, formatiert. Und auch da sehen wir dann noch zwei Platzhalter, %d und %d und dann hinten zwei Dinge, wo wir reinschreiben wollen, einmal ins A und einmal ins B, was wir uns auch vorher angelegt haben. Und die Zuordnung hier mit den Platzhaltern und den Werten ist genau die gleiche, auch von vorne nach hinten.
die Platzhalter gelesen, von vorne nach hinten die Werte gelesen, genau in der Reihenfolge passiert das. Der wesentliche Unterschied an dieser Stelle, wenn wir mit Ganzzahlen arbeiten und wenn wir mit Fließkommazahlen arbeiten, ist hier aber dieses und. Die genaue Bedeutung werden wir in der Zeigervorlesung klären. Nehmen Sie hier an der Stelle salopp einfach nur mit, dieses und ermöglicht mir, dass ich in das A und B etwas reinschreiben kann. Und das will ich ja hier mit dem Scan machen. Wenn ich das und weglasse, bin ich beim Print, dann gebe ich es nur aus, ich lese nur. Hier mit dem und mache ich ein Schreiben möglich, weil ich das mit Scan ja machen möchte. Das, was ich hier habe, möchte ich da reinschreiben und so weiter. Wie gesagt, genauer geht es dann bei der Zeigervorlesung. So, das ist es für Ganzzahlen mit Prozent D als Platzhalter. Für Fließkommazahlen sieht es wieder genauso aus. Sie haben Floats als Datentypen, haben dann Platzhalter Prozent F, das kennen Sie schon vom Printf, geben dann auch hier wieder die beiden Felder an, wo Sie reinschreiben wollen, oder die beiden Variablen an, wo Sie reinschreiben wollen, in die Sie reinschreiben wollen, und machen das auch hier bei der Fließkommazahl mit dem und, denn sonst können Sie da nicht reinschreiben. Weiteres später. So, der Vollständigkeit halber, das ist die Zuordnung. Aber alles wie gehabt. Gucken wir uns diese Zeile nochmal an. Die hatten wir ganz am Anfang. Die Rechtecksfläche möchte ich ausgeben und die Rechtecksfläche gleichzeitig berechnen mit 3 mal 5. Diese 3 und 5 fallen vom Himmel. Ich kann hier an der Stelle gar nicht wirklich die Bedeutung ablesen von diesem 3 und 5. Ich kann auch nicht genau ablesen, warum hier eine Multiplikation steht, also nicht auf den ersten Blick ablesen, warum da eine Multiplikation steht. Ich muss nachlesen, dass ich eine Rechtecksfläche ausgeben möchte und muss mich erinnern, dass das mit der Multiplikation ging. Obwohl ich eigentlich nur eine Ausgabe machen möchte an dieser Stelle. Ich bin also an der Stelle im Modus, gib was aus, muss aber im Kopf behalten, es ist eine Rechtecksfläche, wie berechnet sich die Rechtecksfläche und woraus berechnet sich die Rechtecksfläche. Und das ist alles ein bisschen mühsam. Schöner wäre es, vor allen Dingen auch schöner im Sinne von, wie dokumentiere ich meinen Code, und den Bogen mache ich nachher fertig, wäre es, wenn ich hier tatsächlich hinschreiben könnte, ich möchte die Rechtecksfläche ausgeben und das ist halt die Rechtecksfläche aus 3 und 5, wie auch immer die sich berechnet. Zugegeben, das ist ein triviales Beispiel, aber es gibt auch durchaus komplexere Aufgaben, wo Sie an der Stelle, an der Ausgabe, gar nicht drüber nachdenken wollen, wie das intern funktioniert. Und diese Denkweise nehmen wir jetzt auch hier mit. Ich möchte also schreiben, Rechtecksfläche ausgegeben ist die Rechtecksfläche aus 3 und 5. Und damit ich das machen kann, muss ich diese Berechnung, die hier vorne vorhin stand, dieses 3 mal 5, einpacken in eine Kiste, die ich ausführen kann, die ich separat ausführen kann, die ich auch an anderer Stelle mit der Ausführungsvorschrift füllen kann. Und das mache ich mit Funktionen. Und die Funktion, die ich hier brauche, schreibt sich in C folgendermaßen. Das ist die Funktion RectangleArea, die auch wieder, genau wie die Main-Funktion, einen Kopf und einen Funktionskörper hat. Und jetzt klären wir ein ganz kleines bisschen genauer, was im Funktionskopf drin steht. Da steht zum einen mal der Funktionsname. Das ist der hier, hatte ich ja schon gesagt. Das ist die Funktion RectangleArea, die ich hier unten benutze. Und damit bekommt der Inhalt der Funktion, das, was der Funktionskörper macht, direkten aussagekräftigen Namen. Der berechnet mir nämlich die Rechtecksfläche. Ich könnte noch einen Computer vorschreiben, muss ich aber nicht unbedingt, weil ich auch die Frage stellen kann, wie groß, oder gib mir die Rechtecksfläche und dann kriege ich den Wert raus. Im Kopf stehen dann noch die beiden Parameter oder 3 oder 4 oder 5 oder gar keiner, je nachdem, wie viele Parameter an dieser Funktion ich brauche. Diese für die Rechtecksfläche hat 2, die hat 2 Ganzzahlparameter, die in der Funktion die Bedeutung Side A und Side B bekommen, die Benennung Side A, Side B bekommen. Aber da ich meinen Code so schreibe, dass er vernünftig lesbar ist, hängen Benennung und Bedeutung ganz eng zusammen und ja, deshalb eben Side A und Side B. Und dann regelt der Funktionskörper nachher, was da drin passiert. Was passiert nämlich? Ich berechne die ganzzahlige Fläche, indem ich Side A mal Side B rechne. Und dieses Ergebnis möchte ich jetzt aus der Funktion zurückgeben. Und das Ergebnis wird den Rückgabetyp Integer haben.
eine Ganzzahl. Die Fläche ist ja ganzzahlig. Also steht eben oben im Kopf auch noch ganz vorne der Rückgabetyp, den ich beabsichtige, der Integer. Den, wie gesagt, berechne ich hier im Funktionskörper und ganz am Ende gebe ich an, welchen Wert ich zurückgebe. Und das mache ich eben mit dem Return. Und hinter dem Return steht dann der tatsächliche Rückgabewert. Und das ist, wie gesagt, der Inhalt in Area und Area hat sich so berechnet. Diese Funktion muss ich zumindest vorher mal deklariert haben, also dem Compiler den Funktionskopf mitgeteilt haben, welchen Rückgabetyp habe ich, wie heißt die Funktion und wie viele Parameter von welchem Typ habe ich, damit ich dann hier unten den Funktionsaufruf durchführen kann. Ansonsten würde der Compiler sagen, ja, du verwendest hier aber eine Funktion, die ich gar nicht kenne. Das war der Grund, warum ich den Standard-Input-Output-Header inkludieren musste, wenn ich printf benutzen möchte. Dieses Rectangle-Area kann ich mir nicht einfach inkludieren. Das ist ja eine eigene Funktion, die ich selber schreibe. Also muss ich dem Compiler zumindest mal sagen, die gibt es. Dann kann der Compiler die auch vorverdrahten. Ich muss sie aber irgendwo auch komplett implementieren, damit der Linker hinterher tatsächlich die Sprünge fest verdrahten kann. Wie das genau funktioniert mit dem Deklarieren und Implementieren, gucken wir uns im Thema Modularisierung an. Hier ergibt sich das einfach aus der Reihenfolge, wie Sie es hinschreiben. Sie müssen das erst in Ihrem Programmcode geschrieben haben, belassen wir es dabei, bevor Sie das hier tatsächlich ausführen können und bevor Sie vor allen Dingen die Funktion so aufrufen können. Aber ich hoffe, an dieser Stelle ist das schon mal relativ lesbar. Von oben nach unten stellen Sie selber fest, dass es diese Funktion RectangleArea gibt. Sie können lesen, was sie tut. Und damit ist hier der Aufruf von RectangleArea eigentlich auch klar. Sie bekommen den Integer raus und können den dann hier anzeigen. Und dieser Code dokumentiert sich automatisch ein kleines bisschen mehr als der Code, der da vorher stand. Ich hätte die Funktion RectangleArea auch so schreiben können. Einfach eine Funktion, die compute heißt, zwei Ganzzahlen aufnimmt, irgendwas berechnet und mir das Ergebnis zurückgibt. Da kann ich aber auf den ersten Blick gar nicht ganz erkennen, was ich mit dieser Funktion möchte. Zugegeben auch hier, das Beispiel ist immer noch sehr einfach, das geht auch deutlich komplexer, wird aber hier, denke ich, eher verwirren. Da ich allerdings auch hier schon gar nicht mehr so genau die Absicht dieser Funktion erkennen kann, brauche ich Kommentare. Und die schreiben sich in C entweder so für mehrzeilige Kommentare, eingeleitet durch einen Schrägstrich und einen Stern, beendet durch einen Stern und einen Schrägstrich, also genau spiegelsymmetrisch zueinander, können sich dann aber über mehrere Zeilen erstrecken. Oder aber durch einen einzeiligen Kommentar, eingeleitet durch diesen doppelten Schrägstrich und dann ist alles bis zum Zeilenende Kommentar und die nächste Zeile automatisch schon nicht mehr. So, und mit diesen beiden Kommentaren in diesem Beispiel erkläre ich jetzt, dass ich mit dieser Funktion eine Rechtecksfläche berechne, die ich intern Z nenne, und zwar aus den Seiten X und Y, hier oben. Und dann am Ende gebe ich diese Fläche aus dieser Funktion zurück und damit habe ich dann diese etwas kryptisch geschriebene Funktion kommentiert, um zu klären, was die ansonsten unklare Codepassage denn eigentlich vorhat. Was passiert hier eigentlich? Fragen wir mal Leute, die sich auskennen sollten, was sie denn davon halten. Beginnen wir mit Robert C. Martin, auch genannt Uncle Bob. Nothing can be quite so helpful as a well-placed comment. Ja, das haben wir gerade gesehen. Ansonsten wäre die Funktion gar nicht lesbar. Nothing can clutter up a module more than frivolous dogmatic comments. Oha, es geht sogar noch weiter. Nothing can be quite so damaging as an old crafty comment that propagates lies and misinformation. Hoppla. Das ist heftig, oder? Gut, wer ist das überhaupt? Robert C. Martin, wie gesagt, auch genannt Uncle Bob, geboren 1952, ist amerikanischer Softwareentwickler und Autor. Ja, kann er viel erzählen. Aber der ist zumindest auch schon mal Co-Autor des Agile Manifestos. Und der hat schon einiges auf dem Kasten. Und diese Meinungen, die er da vertritt, sind schon fundiert. Die sind vor allen Dingen, wenn Sie sich dieses Buch hier mal angucken, sehr gut begründet. Wir gucken uns gleich noch ein Beispiel an, was denn da passiert. So, ist diese Ansicht denn neu?
Naja, nicht so ganz. So was Ähnliches findet sich auch schon deutlich früher, 1974. Kernighan und Plauger schreiben: Don't comment bad code, rewrite it. Wo schreiben sie es? Im Buch The Elements of Programming Style, wie gesagt, von 1974. Also keinen schlechten Code kommentieren, umschreiben. Okay, warum sagen die das oder was für einen Hintergrund haben die? Brian Kernighan, geboren 1942, ist kanadischer Informatiker, der ist Prof bei den Informatikern an der Princeton University und der ist Co-Autor mit Dennis Ritchie zusammen von dem allerersten Buch über die C-Programmiersprache. Das heißt, den sollten wir tatsächlich tunlichst fragen, wenn es um Sachen zu C gibt. Und hier gibt er uns schon mal einen Ratschlag. Philipp Plauger, 1944 geboren, ist Autor, Unternehmer und Programmierer. Und der hat Kernighan wahrscheinlich an den Bell Labs kennengelernt in Amerika. Da haben beide nämlich zusammen von 1969 bis 1975 gearbeitet. Also, ganz wichtig, keinen schlechten Code kommentieren. Neu schreiben. Keine neue Erkenntnis, weiß man schon lange. Sollte man sich vielleicht dran halten. Fragen wir Uncle Bob nochmal weiter. Da wird es noch heftiger. Comments lie. Not always and not intentionally, but too often. Und damit hat er leider recht und ich zeige Ihnen das auch gleich an dem Beispiel. Kommt noch. Letzter Punkt, den ich Ihnen aus Clean Code noch zeigen möchte, ist: So when you find yourself in a position where you need to write a comment. Ganz, ganz wichtiger Satz. Immer dann, wenn Sie ansetzen, Schrägstrich Stern zu schreiben oder den doppelten Schrägstrich zu bemühen, immer dann, think it through and see whether there isn't some way to turn the tables and express yourself in code. Und das haben wir gerade tatsächlich gesehen und darum dreht sich jetzt auch das Beispiel. Nehmen wir die Funktion von gerade nochmal, diese ominöse Compute-Funktion mit einem x und y, die innen drin einen Kommentar hat. Der ist jetzt zusammengefasst. Da steht jetzt nur noch Compute Rectangle Area Z from sides x and y. Also eigentlich genau das, was gerade passiert und den Kommentar im Return haben wir uns gespart. Erklärt die Funktion vollständig. Der Code ist aber schlecht. Weil der Code sagt ja nichts aus. Der Code sagt nicht, was er möchte, er braucht den Kommentar und dann nehmen wir den Kernighan und Plauger Kommentar. Eigentlich hätten wir den Code umschreiben müssen. Haben wir aber jetzt nicht und so steht der Code da, wie wir ihn abgeliefert haben. Und jetzt kommt einer unserer Kollegen, liest diesen Code und stellt fest, na, der ist aber schlecht. Warum ist er schlecht? Nochmal, er dokumentiert sich nicht selber. Der Kollege muss also rausfinden, was macht diese Compute-Funktion, wo wird die aufgerufen. Die wird also offensichtlich an einer Stelle aufgerufen, wo ich Rechtecksflächen berechne. Also baut er den Code schon mal um und sagt, naja gut, was kommt hier rein? Hier kommen zwei Seitenlängen rein, also nennen wir die Parameter schon mal nicht mehr x und y, sondern Side A und Side B. Und da wir eine Fläche berechnen, berechnen wir hier unten kein Z mehr oder kein Z mehr und geben das zurück, sondern wir berechnen eine Area und geben die Area zurück. Und damit ist er fertig. Der Code läuft. Die Tests, die wir eventuell geschrieben haben, funktionieren alle. Er hat keinen Fehler eingebaut. Und so gibt er uns den Code jetzt zurück. Was ist passiert? Der Kommentar ist unzutreffend. Unser Kollege hat leider übersehen, dass da drüber ein Kommentar steht oder einfach vergessen, diesen Kommentar anzupassen. Und der Kommentar geht ja einfach unkontrolliert durch den Compiler durch. Der meckert ja nicht, wenn der Kommentar auf einmal falsch ist. Dieser Kommentar trifft nicht mehr zu. Warum trifft er nicht mehr zu? Diese Funktion berechnet zwar immer noch eine Rectangle Area, aber sie berechnet nicht mehr die Rectangle Area Z. Die taucht hier ja gar nicht mehr auf. Außerdem berechnet sie diese Rectangle Area nicht mehr aus den Sides X und Y, sondern aus Side A und Side B. Das heißt, dieser Kommentar hier hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was da unten drunter steht. Und um hier tatsächlich Uncle Bob nochmal zu zitieren, das ist eine Lüge, was da steht. Hier in dem Trivialbeispiel relativ einfach zu durchschauen, aber in komplexeren Codes wird es schwierig. Und einfach nur, weil sie am Anfang mal oder wer auch immer diesen Kommentar am Anfang mal reingeschrieben hat, entwickelt sich ihr Code weiter, dass ihr Kommentar irgendwann lügt. Der bessere Weg wäre gewesen, die Funktion so zu schreiben, wie wir sie auch ganz am Anfang hier in diesem Teil hatten. Dann heißt die Funktion direkt schon Rectangle Area und Sie brauchen innen drin gar nicht mehr ranzuschreiben, dass die eine Rechtecksfläche berechnet. Wie gesagt, vielleicht spendieren Sie hier noch ein Compute Rectangle Area. Wenn die Denkweise eine Funktion gibt mir etwas zurück, noch nicht ganz so fest ist, das schadet nichts, wenn Sie das mit ranschreiben.
Und dann dokumentieren Sie direkt, dass Sie die Fläche, die Rechtecksfläche berechnen wollen aus zwei Seiten, also den Rechtecksseiten. Und dadurch, dass Sie dann einen Integer zurückkriegen, ist dieser Integer hier dokumentiert automatisch die Rechtecksfläche und Sie brauchen überhaupt keinen Kommentar. Und wenn Sie das durchziehen, werden Sie merken, dass Sie sehr, sehr wenig Kommentare nur noch brauchen. Dann brauchen Sie nämlich nur noch diese Kommentare, mit denen Sie dokumentieren, warum Sie irgendetwas getan haben und nicht mehr dokumentieren, was Ihr Code tut, sondern Sie dokumentieren Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Beispielsweise, um Ihren Code nachher schneller zu machen, dann schreiben Sie den Kommentar rein, diese Änderung habe ich gemacht, damit es schneller geht, damit ich einfacher arbeiten kann, damit ich weniger Speicher brauche, um für Ihren Nachfolger an dem Code, der da drauf guckt, diese Entscheidung ganz klar zu dokumentieren, damit er den Code nicht mehr umbaut. Oder vielleicht im Sinne dieser Entscheidung den Code weiterbaut, aber nicht Ihre Entscheidung über den Haufen wirft, die Sie ja fundiert getroffen haben. Was habe ich Ihnen gezeigt? Ich habe Ihnen das Printf und das Scanf gezeigt für die Ausgabe und für die Eingabe. Ich habe Ihnen auch noch gezeigt, wie Funktionen aussehen und wie die in C geschrieben werden und was das bedeutet. Das ist diese schwarze Kiste, in die was reingeht und aus der was rauskommt, die ich als Ganzes ausführen kann, die kann ich aufrufen. Und dann habe ich mit erhobenem Zeigefinger zugegeben, ein bisschen was über Kommentare erzählt.